herzlich willkommen bei Hallo Schuster. Heute habe ich mal das Thema Einlagen für euch. Einlagen werden ja von einigen etwas kritisch gesehen, aber von anderen, und das sind wirkliche Fachleute, das sind Fachärzte für Orthopädie, die sehen das überhaupt nicht kritisch, sondern die sagen, bevor ich jemanden ein künstliches Gelenk einbauen muss, versuche ich das so weit nach hinten zu schieben über die Lebenszeit des Menschen, dass ich vorher mit konservativen Maßnahmen, und dazu zählt die Einlage, etwas erreiche. Wenn zum Beispiel ein Orthopäde jemanden hat, dessen Kniegelenke, und hier seht ihr mal, das Metall müsst ihr euch wegdenken, dessen Kniegelenke nicht genau aufeinander passen, dann entwickelt sich hier an irgendeiner Stelle eine sogenannte Arthrose. Arthrose heißt, dass der Knorpel dort dünner ist. So, was wäre, wenn man jetzt den Fuß, das hier ist ein rechter Fuß von hinten gesehen, und jetzt nehmen wir mal einen Oberbeinigen an. Oberbeinige hat natürlich dann extreme Probleme hier auf der Innenseite, in diesem Bereich. So, und was wäre dann, wenn man den Oberbeinigen auf der Unterseite hier anhebt und damit den Fuß so rüberstellt, dass weniger Druck hier oben ankommt. Das ist ein enorm langer Hebel. Das ist nämlich die ganze Schienbeinlänge. Und dieser lange Hebel, deswegen braucht man nicht viel machen. Das sind nur ein paar Millimeter, die man hier diesen Fuß außen anhebt. Und schwuppdiwupp hat man oben das Knie entlastet und kann damit eine Knieoperation um ein paar Jahre nach hinten rausschieben. Das ist eine ganz gute Sache. Und der Orthopäde, der euch behandelt, der wird das mit Sicherheit auch in Erwägung ziehen. Was er im Einzelnen sich überlegt und welchen Grad die Arthrose hier oben hat, das kann ich natürlich so überhaupt nicht beurteilen. Und deswegen seid ihr da bei eurem Orthopäden immer in guten Händen. Das ist Maßnahme 1. Was können Einlagen? Was können Einlagen noch? Einlagen können natürlich, wenn ihr einen Spreizfuß habt. Spreizfuß heißt, dass hier diese Mittelfußköpfchen enorm viel Druck aushalten müssen und die Köpfchen hier richtig schmerzen. Oder dass sogar die Zehen 2 und 3 taub werden. Ne? Oder dass ein Brennen oder der Fußsohle ist. Ne? Das ist noch so ein bisschen indifferent in diesem Bereich. Das behandeln wir auch mit einer Einlage. Indem wir eine Einlage nehmen, die so eine Pilotte hat und das Ganze hier von hinten, hinter den Köpfchen stützt. Das ist übrigens auch so eine Einlage, wenn man hier, wie gesagt, diesen Streifen hier außen erhöht, dann kippt die Einlage so, kippt auch den Fuß so und dann wird das Knie hier oben entlastet. Ja, das ist der Spreizfuß. Dann haben wir noch den Senkfuß. Ein Senkfuß müsst ihr euch so vorstellen, wenn das Gewicht auf den Fuß kommt, senkt sich der Fuß hier auf der Innenseite so richtig schön ab. Das könnt ihr an den Abdrücken kann man das richtig schön sehen. Die haben hier an dieser Stelle so eine Beule. Ungefähr so eine Handbreit von der Ferse entfernt. So, auf der Innenseite. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir den Fuß auf der Innenseite abstützen müssen. Das machen wir von Haus aus immer schon mit dieser Innenranderhöhung. Diesen Supinationskeil, den wir da einarbeiten. Und dadurch erreichen wir, dass wir das Gewicht des Körpers hier auffangen. Wenn das nicht ausreicht, müssen wir sogar noch ein bisschen mehr darunter arbeiten. Das machen wir auch. Was passiert aber, wenn man das nicht tut? So, dann, wenn sich das absenkt, dann könnte, ich mache das jetzt so ein bisschen, ich kann es an meinem Bein besser zeigen, bloß das kann man sehr schlecht filmen. Denn wenn sich das absenkt, dann wird das Knie etwas gedreht. Das heißt also, der Oberschenkel und das Knie werden gegeneinander verdreht. Das kann schon mal für eine Menge Probleme sorgen im Bereich des Knies. Aber es kann auch was anderes passieren. Es kann passieren, dass der Oberschenkel, der sieht ja so aus wie so ein Handstock, dass der mitgedreht wird und so nach vorne rotiert um die eigene Achse. Und das bedeutet, dass ihr, das zeige ich euch nochmal drücken, wenn sich das Ganze hier so nach vorne dreht, dass hier hinten die Bänder extrem gedehnt werden. So. Und dieses nach vorne drehen führt dazu, dass ihr, wenn ihr lange steht,
dass sie dann hier in diesem Bereich Schmerzen bekommen. Das ist also immer Zeichen dafür, dass da unten was getan werden muss. Und ihr sollt es, ob ihr es glaubt oder nicht, es funktioniert. Ist eine ganz einfache logische Erklärung. Und das sind einige der Sachen, die man mit einer Einlage machen kann. Und ich werde euch noch ein weiteres Video machen. Das kommt dann anderen Tags. Da werde ich euch was erzählen über den Fersensporn und hier hinten die sogenannte Haglundferse. Und was haben wir denn noch? Oh, mir fällt noch was mehr ein, ein Thema. Das werde ich euch auch